der zweite Tag beim Ancient Shrines Festival beginnt und... Jonas macht den Zucker kaputt, okay. Und aus irgendeinem Grund ist meine Stimme im Arsch und Jonas Stimme auch. Wir wissen aber nicht warum. Wir haben ja nicht irgendwas umgeschrieben oder so. Ich habe ja mal Karate gemacht und Bauchtanz mache ich gerade noch, aber Yoga, ich glaube, das werde ich nicht hinbekommen. Wenn ihr mal ein Stück Kakaomasse probieren? Klar, gerne. Könnt ihr euch mal ein bisschen in meine Lage reinversetzen, wie es gerade geht? Für Einsteiger müssen wir das ein bisschen dezenter halten, weil... Du wirst sie gleich sehen. Das muss ja nicht sehen. Oder? Okay. Ich esse jetzt. Ja? Mach du das mal, kannst du mich ja filmen, wenn ich was. Du möchtest bestimmt auch ein Stück. Ja, klar, gern. Er schmeckt wie Natur pur. Er schmeckt wie Natur pur. Ich mag es. So, das ist jetzt Kakaomasse aus der Dominikanischen Republik, selbst vermahlen. Wow. Die nehmen wir auch für unseren originalen Maya-Trunk. Bestehend aus Wasser, selbst vermahlener Kakaomasse, auf Wunsch noch mit Gewürzmischung. Und deswegen original mayanisch, weil das heiße Kakaogetränk damals bei den Mayas sich Kakaoatl nannte. Bei den Azteken Zucolate bedeutet so viel wie Kakao mit Wasser. Da wurden meistens noch anregende Gewürze dazu getan. Für die Obrigkeit, wenn es das mal gab, ein bisschen weder Honig, aber weder Milch noch Zucker. Das kam erst durch die Spanier, durch die bösen Konquistadoren. Und auch durch einen Übersetzungsfehler. Die hatten das aztekische Wort Zucolate, wortentfremdet zum spanischen Chocolate, was so viel bedeutet wie Kakao mit Milch. Weil es dem Adelsbaum immer noch zu bitter war, kam letztendlich der Zucker dazu. Wir danken recht herzlich. Ja, danke, danke euch. Jo. Tschüss. Waren unter anderem beim Yoga-Zelt und ja, jetzt sind wir beim Vegan Love Food Stand. Zeig das Jonas, mal, so geil. Und Jonas probiert das erste Mal veganes Essen und er ist wirklich begeistert und da gibt es hier so frittierte Auberginen und oh mein Gott, die sind so geil, ohne Scheiß. Ich zeige euch das mal. Ich will auch sowas. Thank you.
Bauchtanzmusik eigentlich? Ja, wir... Also ich habe mich jetzt nochmal umgezogen, dass es heute Abend nicht so kalt war. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Schloss. Holen zuvor noch unsere Beutel ab, die wir beim Merchandise Shop gelassen haben. Und dann wird es hoffentlich ein schöner Abend mit tollen Konzerten. Und da werde ich auch noch ein bisschen was für euch mitfilmen. Und Jonas bleibt stehen. Es war ein langer Abend. Es ist schon um 1 Uhr morgens. Und ich bin so fertig und so kaputt. Das glaubt ihr nicht. Ja, wir werden schlafen gehen. Morgen geht's nach Hause. Noch ein bisschen was von meinem Sonntag haben. Meinen Alex treffen. Und ja. Gute Nacht.